US-Einzelhandelsumsatz bekam einen unerwarteten Schub aus dem Online-Vertrieb, was die Nachfrage nach Winterbekleidung in den letzten 2 Monaten anregte. Die Einzelhändler gehen davon aus, dass sich dieser Trend noch bis zum Ende des Jahres fortsetzen wird. Ich begrüße Sie zur heutigen Presseschau. Die Einzelhandelsumsätze, ausgenommen Autos und Gas, wuchsen zwischen dem Black Friday und Heiligabend um solide 7,9%, mit entsprechenden Online-Umsätzen von ganzen 20%, so Mastercard Advisors Spending Pulse. Im vergangenen Jahr zum gleichen Zeitpunkt stiegen die Einzelhandelsumsätze um nur 5,5%. Dieses Mal haben sich die Umsätze vergrößert, was bedeutet, dass die Verbraucher sich allmählich sicherer fühlen. Damenbekleidung und der Möbelumsatz verbuchten den größten Gewinn, während Männerbekleidung, Luxusartikel und Elektronik nicht so gut abschnitten. Sarah Quinlan, Senior Vizepräsidentin bei den Mastercard Advisors, sagt Folgendes. Die zweistellige Wachstumsziffer im Möbelverkauf zeigt, dass die Verbraucher bereit und auch in der Lage sind, sich teure Güter leisten zu können. Die Händler hatten mit einer Verlangsamung im Vertrieb in dieser Saison gerechnet. Craig Joyson, Präsident aus den Customer Growth Partners, sagt, der verspätete Anstieg verwandelte eine miserable Saison in eine zumindest mittelmäßige. Einzelhändler setzen auf ein Vollpreislager. Herr Johnson kommentiert, dass das Postweihnachtsgeschäft den Rückgang etwas trimme. Die Saison wird dadurch zwar finanziell nicht gerettet, der Abwind wird dadurch aber doch weniger schwerwiegend. Das war's für heute. Ich verabschiede mich. Mein Name ist Lois Micoli. Schalten Sie bald wieder ein.